Ach Mensch, Annette, du weißt ja, meine Situation ist gerade nicht die einfachste. Ich muss ja raus mit der kleinen Jasmin aus meiner Wohnung. Ja, kann ich mir vorstellen. Also als alleinerziehender Vater ist es sicher schwierig, was zu finden. Aber ich habe gehört von einer Freundin, dass in Neu-Hohenschönhausen soll es viele freie Wohnungen geben. Und da ist auch die ÖPNV-Anbindung ziemlich gut. Neu-Hohenschönhausen? Ich habe noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da gucke ich doch glatt mal vorbei. Ja. So, das ist nun also Neu-Hohenschönhausen. Ja, ich bin hier zum ersten Mal. Da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Wo sind jetzt hier freie Wohnungen, Kitas, Spielplätze? Wo finde ich das jetzt raus? Ah, da vorne ist ein Bürgerbüro. Da gehe ich mal hin. Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung und eine Freundin hat mir empfohlen, hier mal in den Kiez hochzufahren. Und jetzt stehe ich hier und bin zum ersten Mal hier und habe nicht so richtig eine Ahnung, wo irgendwas ist. Kannst du mir da helfen? Da kann ich dir sicherlich weiterhelfen. Wir haben nämlich so einen neuen, smarten Datentisch. Da siehst du eigentlich alles, was im Kiez abgeht und was du brauchst. Ich würde ihn dir einfach mal zeigen. Komm doch mal rein. Nein, let's go. Alles klar, hier siehst du jetzt unseren smarten Datentisch, den ich gerade schon draußen angesprochen habe. Und hier siehst du eigentlich alles in unserem Kiez, was du so für den täglichen Bedarf benötigst, wie jetzt irgendwie Schulen, Supermärkte, Poststellen, kannst du halt alles sehen. Und ja, du meintest ja gerade, du suchst freie Wohnungen, dann blende ich dir doch gleich mal alle freien Wohnungen in diesen Ausschnitt ein. Ah ja, das ist toll, ich brauche dringend eine neue Wohnung mit der Kleinen. Hier haben wir zum Beispiel die Randowstraße, zwei Wohnungen, oder an der Falkenberger Chaussee. Ah, interessant. Ich sehe, hier ist eine Schule in der Nähe, aber können wir vielleicht auch mal alle Schulen anzeigen? Ja, klar. Ah, sieh da. So einfach geht das bei uns. Das ist ja wunderbar. Sind ganz die schön. Schule, die du gerade angesprochen hast, hier links sind nochmal zwei. Ist halt nicht so schön, du musst dann über die S-Bahn, also ist ein bisschen weiter weg. Gerade wie alt ist Ihre Tochter? Ja, die Kleine kommt jetzt demnächst in die Grundschule. Ah, okay. Deswegen wäre es schon super hier gerade in diesem Karree. Ja, das ist natürlich echt gut. Denn diese Wohnung würde ja direkt neben der Schule liegen. Aber ist ja nicht nur die Schule. Ne? Die Schule ist das eine, aber es wäre auch toll, wirklich, wenn eine Haltestelle in der Nähe wäre, weil ich habe kein Auto. Okay. Und auch der Supermarkt fußläufig wäre. Für die Kleine muss man ja dann doch nochmal los und noch schneller. Absolut. Können wir das irgendwie auch anzeigen? Na klar, vielleicht können wir gleich mal simulieren am besten. Ah, top. So, jetzt sehen wir es. Hier quasi die Wohnung, die du gerade gesagt hast, die Wunschwohnung in der Randowstraße 38. Dazu sehen wir dann die Schule dazu. Und das ist jetzt jeweils die nächste Schule, der nächste Supermarkt und die nächste Haltestelle? Genau, richtig. Ah, ja. Wie du es gerade wolltest. Hier quasi Schule, fußläufig 207 Meter. Dann der Rewe Supermarkt 179 Meter. Luftdistanz 620 Meter zu Fuß. Nee, da ist nicht dran und dann halt noch die Haltestelle. Das ist ja alles super gut zu Fuß zu machen. Mensch, ist ja toll hier mit diesem Tisch auch. Hat mir jetzt einen guten Eindruck vom Kiez gegeben. Wir würden uns doch sehr freuen. Vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Nachbarschaftstreffen. Denn wir treffen uns regelmäßig mit Stadtplanern, um einfach mal über den Kiez zu sprechen und zu gucken, wie man den noch so gestalten könnte. Ja, lieben gerne. Gebe ich gerne Input. Sehr schön. Mensch, so ein praktischer Tisch. Da habe ich direkt alles gesehen, was für mich wichtig ist. Und die Wohnung, die er mir vorgeschlagen hat, ich glaube, die ist ideal. Auf die bewerbe ich mich. Da wird sich die Kleine auch recht freuen. Super Tag. Ja.